Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 5. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind dabei, die Gegend weiter zu erkunden. Im Wald waren wir schon drin. Da können wir, nicht wirklich viel was machen. Außer, dass wir von einer Hexe in eine Kröte verwandelt werden. Das ist jetzt nicht so gut. Da waren wir schon. Aber hier sind wir noch nicht gewesen. Deswegen würde ich jetzt auch mal... Okay. Hier haben wir einen Baum. Und der sieht irgendwie traurig aus. Eine anmutige, schwimmende Trauerweide. Ach, kein Wunder, ich sehe die traurig aus. Wächst mitten in einem kleinen Teiches, der durch ihre Tränen entstanden ist. In ihren astähnlichen Armen trägt sie eine wunderschöne Harfe, wie ein Kind, ein geliebtes Spielzeug. Ein lieblicher Teich umgibt den Fluss einer wunderschönen Trauerweide. Im Norden sieht Graham den Rand eines seltsamen, dunklen und tiefen Waldes. Ja, da können wir nicht hingehen, der Eingang war ja da. Hier unten müsstest du den Zwergen wieder gehen. Lasst uns mal mit der Trauerweide reden, falls das geht. Oh, er geht dabei sogar durch den See aus Tränen. Frau Trauerweide? Ja? Sie können sprechen? Ja, sicher kann ich sprechen. Was hast du gedacht? Nun, ich habe noch nie einen sprechenden Baum gesehen. Stimmt etwas nicht? Nichts stimmt, siehst du denn nicht? Ich bin kein richtiger Baum, ich bin eine Prinzessin. Mein Verlobter und ich spazierten durch diesen Wald, als eine böse alte Hexe vorbeikam und sofort auf meinen wunderschönen Prinzen aufmerksam wurde. Als er unsere Annäherungsversuche nicht erwiderte, wurde sie eifersüchtig auf mich, zauberte ihn in ein fernes Land und verwandelte mich in einen Baum. Dann stahl sie mein Herz. Stahl ihr Herz? Ja, sie verwandelte mein Herz in Gold und nahm es mit sich. Ich kann nur wieder ein Mensch werden, wenn ich mein Herz zurückbekomme. Alles, was ich jetzt habe, ist meine Zauberharfe. Sie ist wirklich magisch. Sie spielt die schönste Musik, die du je gehört hast. Jetzt lass mich aber mit meiner Trauer allein. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich die Prinzessin, von der die gesucht worden ist. Den Prinzen haben wir ja schon gefunden gehabt. Das heißt, wir müssen in diesen verwunschenen Wald reingehen, das Herz holen, ihr wiedergeben und dann ist diese Queste sozusagen fertig und wahrscheinlich bekommen wir dafür die Harfe. Was für ein trauriges Lied sie spielt. Versuch auch sie aufzumuntern, Graham. Was ist los, Graham? Das ist Salzwasser. Bäh. Ja, wüsste ich aber jetzt nicht, was wir hier machen können. Wir brauchen diesen Schutz vor dieser Hexe. Das wäre nicht schlecht, wenn wir den hätten. Ah ja, und da haben wir diesen... Pass auf die Zigeuner auf, Graham. Ich traue ihnen nicht. Ja, da haben wir diese Zigeuner. Den Wagen haben wir ja schon vorher gesehen gehabt. So, dann machen wir mal einen Quicksave. Speichern, schauen uns um und reden mit ihm. Ein Zigeunerwagen ist hier im Waldrand abgestellt. Auf der Seite des Wagens ist das Wort Wahrsager aufgemalt. Ein großer Ochse, der am Zigeunerwagen angebunden ist, kaut zufrieden Gras. Ein dampfender Gulaschtopf hängt über einem Feuer neben dem Zigeunerwagen. Innerhalb des Zigeunercamps sieht Graham einen dunkel gelockten Mann, der ihn und Cedric skeptisch beobachtet. Ja, jetzt ist die Frage, geht's auch noch nach Norden? Wahrscheinlich nicht. Nach unten geht's dahin, wo die Ameisen gewesen sind. Ja gut, reden wir erstmal mit dem. Der mürrische Mann scheint nicht gesprächig zu sein. Cedric beobachtet Graham nicht. Okay. Der Mann würde es sicherlich nicht zulassen, dass Graham sein Essen konsumiert. Oh, können wir mit dem... Der Maul des Ochsen ist so voll mit Gras, dass er kaum versuchen wird, sich mit Graham zu unterhalten.
war das ja? Ah, das ging nicht. Können wir da rein? Nee. Hm. Ich hätte es gedacht gehabt, der sagt uns die... Oh, es kostet dich eine Goldmünze, wenn du Madame Muschka sehen willst. Wir haben keine Goldmünze. Nach Norden geht's wahrscheinlich nicht. Nein. Wir brauchen also nur Goldmünze für das hier. Ja, wir haben keine Goldmünze, mein Freund. Ah. Ah. Nö. Wüsste ich jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Goldmünze haben wir leider nicht. Gehen wir mal weiter hier rüber. Was haben wir hier? Im Essen liegt nichts als heiße, trockene Wüste. Die meisten Leute meiden sie, weil dort Räuber ihr Unwesen treiben. Wenn du wirklich dorthin gehen willst, warte ich hier. Okay, wir haben hier also eine Wüste. Und hier werden wir wahrscheinlich auch demnächst wieder überfallen werden. Eine kantige Felswand blockiert das Weiterreisen Richtung Norden. Aha. Wahrscheinlich werden wir jetzt demnächst sterben, entweder vor Durst, weil es Wüste ist, oder wahrscheinlicher von Räubern überfallen. Hier sieht es nicht aus, als ob es irgendetwas gäbe. Oder geht es jetzt hier immer nur so weiter? Also, dass es immer dieselben Gebiete hier sind. Weil es sieht mir fast danach aus, als ob das hier einfach nur immer weitergeht. Ah. Oh, jetzt habe ich es zu schnell weggeklickt gehabt. Mist. Hab gar nicht gelesen, was da stand. Keine Ahnung, wie weit es da geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da unendlich weit geht. Uiuiui, gleich passiert was. Zu spät, Graham bricht zusammen und verdorstet in der heißen Wüstensonne. Wenn er nur eine Oase gefunden hätte. Ja. Spieladen. Gehen wir mal hier runter. Anfang der Wüste. Hier müsste es ja dann jetzt zu diesen Ameisen-Dings gehen. Ja, genau. So, wie sieht's dann hier aus? Oh, Mist. Das müsste jetzt auf der anderen Seite von den Bienen sein. Es müsste jetzt da sein, wo die Bienen sind. Genau. Aber da wollen wir ja nicht hin. Ah! Skorpion! Ah, da konnte ich gar nichts mehr machen. So ein Mist. Okay, kommt der jedes Mal, wenn ich da hingehe? Gleich mal ausprobieren. Und wahrscheinlich müssen wir, wenn wir die Wüste durchqueren wollen, warum wir das auch immer machen wollen, immer so Oasen suchen. So, jetzt schaue ich mal, kommt da immer ein Skorpion oder nicht? Ja. Skorpion. Alles klar.
So, schauen wir mal das an. Wir müssen wahrscheinlich hier immer Oasen suchen. Die Frage ist, warum sollte ich hier eigentlich hingehen? Hier ist auf jeden Fall weiter eine Wüste. Und hier ist eine Wüste. Und wenn wir jetzt noch einmal runtergehen, sind wir in dem Feld, wo auch der Skorpion gewesen ist, also auf der rechten Seite. Ja, aber hier nicht. Oh, solche Labyrinther lieb ich ja. Vor allem, ich habe keine Ahnung, warum wir in die Wüste gehen sollen. Und das könnte man ewig lang hier machen. Oh, ist das übel. Ja, das war's. Laden. Ja, das ist echt übel. Vor allem, man weiß nicht, kommt da eine Oase und man muss sich von Oase zu Oase durchkämpfen? Kommt da irgendwas, was wir brauchen? Oder kommt da nichts, was wir brauchen? Ah, Wasser haben wir ja auch leider nicht dabei. Bei den Bienen können wir nichts machen, beim Inn können wir nichts machen. Bei den Zwergen konnte man nichts machen. Bei den Zigeunern konnte man nichts machen. In der Stadt konnte man nichts machen. Wir konnten ja auch nichts kaufen oder sonst irgendwie was. Bei der Schlange konnte man nichts machen. Da müssen wir uns irgendwie einschleimen quasi. Ja. So, hier sind wir jetzt. Wie soll man sich hier zurechtfinden? Jetzt sind wir hier. Gehen wir noch eins weiter. Ah, das ist jetzt so eine Suche, wo man gar nicht weiß, muss ich überhaupt dahin? Gibt es da was zu suchen? Ich nehme mal an, dass es was zu suchen gibt, weil er ja sagt, Oase. So, in dem Feld da unten waren wir noch nicht. In dem Feld da unten waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht drüben. Da oben waren wir noch nicht drin. Meine, es muss ja irgendwo auf jeden Fall so wenigstens sein, dass man hinkommen kann. So, wenn ich es jetzt richtig aufgezeichnet habe, müsste im Norden dann wieder diese Felsplatte sein, wo den Weg weiter versperrt. Und das war's. Bis dahin kommen wir also. Okay, ich bin jetzt nicht gerade stur gerade ausgegangen, aber. Das ja, wenn er nur eine Oase gefunden hätte, das glaube ich, deswegen müsste es doch hier weitergehen. Aber die Frage ist halt tatsächlich, wo müssen wir eigentlich genau hin?
So, da waren wir schon. Dann gehen wir einfach mal hier weiter geradeaus. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht. Das finde ich jetzt etwas ziemlich blöd. Vor allem, ich weiß nicht, ob man tatsächlich durch die Wüste durch muss. Oder nicht. Aber ich wüsste auch sonst im Moment gerade nicht, wie es weitergeht, was wir sonst noch machen können. Im Wald können wir nichts machen, bei den Zwergen können wir nichts machen, bei den Bienen können wir im Moment nichts machen. Jedenfalls nicht, dass ich was wüsste. In der Stadt nicht. Wenn nicht, schauen wir uns einfach nochmal weiter genauer um. Oase. Okay. Also auf der Ebene von den Bienen kommen wir zu einer Oase. Yay. Eine kleine Oase, ihr verlockendes Wasser glänzt in der Wüstensonne. Grants Körper wird unwiderruflich vom Wasser angezogen. Ist hier sonst noch was? Rings um sich sieht Graham nichts als Wüste. Wie weit kann er gehen? Gottlob, still die Nahe führt zu Grants wahnsinnigen Durst. Dann machen wir das mal. Ah, lebensrettendes Wasser. Der Wein der Götter. Graham fühlt die Säfte des Lebens wieder in sich fließen. Kann man sonst irgendwas machen hier? Nee. Okay. Und die Sache ist jetzt die: Wir können jetzt hier nichts machen, das heißt, wir müssen weiter durch die Wüste gehen, wahrscheinlich. Und da ist jetzt die Frage: Wohin? Jetzt müsste ich quasi erstmal wieder alles absuchen, bis ich wieder eine neue Oase finde. Und vor allem, wieso machen wir das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich machen wir das nur, weil ich im Moment nicht weiter weiß. Aber da das ganze Zeug zu suchen, wo das sein könnte, die nächste Oase. Das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Ja, wahrscheinlich gibt es hier auf dieser Ebene, also da wo die Oase ist, die Bienenoase und so weiter, wahrscheinlich nicht. Da müsste es wahrscheinlich irgendwo ein anderes Feld wieder geben. Das ist mal ein blödes Teil. Und ich schätze, man muss irgendwas hier machen, irgendeinen Ort finden oder sonst irgendetwas, weil sonst gäbe es ja auch diese Oase nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder können wir uns bewegen. Also 6 Felder können wir uns bewegen, im 7. Feld sterben wir dann. Jetzt ist die Frage, gehen wir weiter durch die Wüste und schauen nach, ob wir irgendetwas finden? Oder wir machen irgendwas anderes. Ich meine, von der Oase könnte man ja einfach jetzt eins nach oben gehen. Da waren wir ja sogar schon und dann komplett nach links gehen oder eins nach unten und dann komplett nach links gehen und so das Ganze versuchen aufzudecken. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, in der Hoffnung, dass wir irgendetwas finden werden. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, das probieren wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.